Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf meinem Kanal. Heute gehen wir es, wie soll ich sagen, bei Foliensepp an, meine Freunde. Ein schönes lecker Käffchen. Und ich starte eine Filmreihe mit Folieren. Das heißt, wir starten mit Scheibenfolierung. Wie ihr seht, ist dieser wunderschöne Wagen leicht vorgedröhnt und wir werden eine 95% eine 95% Folie installieren. Jo, ich würde mal sagen, wir starten mit den Utensilien, die wir benötigen. Das heißt, wir benötigen einmal eine Messer mit Ersatzklingen. Das sind 50 Stück drinnen. Ganz wichtig sind Abzieher mit einer flexiblen Gummilippe, groß und für kleine Scheiben. Dann so eine Dreieckspachtel und eine zweite Teflonspachtel. Dann ein oder mehrere normale, softe Racken mit Vlies. Dann gibt es so Ersatzvlies. Auch ganz wichtig. Und was ist allerwichtigstes beim Scheibenfolieren, ist eine Teflonspachtel. Teflonspachtel, warum eine Teflonspachtel? Teflonspachteln hält Hitze aus. Das ist ganz wichtig, weil wenn man nachher die Folien schrumpfen anfangen, dann schrumpfen wir circa mit zwischen 300 und 400 Grad Celsius, heizen wir die Folie auf und da gehen diese normalen, soften Kunststoffrakeln. Jo, der Geist auf, meine Freunde. Drum, ganz wichtig, Teflonspachtel, das wichtigste Instrument. Dann vielleicht gegebenenfalls eine Handschuh ohne Notbein für Dings. Einfach so. Dann einen massiven Abzieher für viel Druck, dass man viel Druck ausüben kann. Muss man, brauche ich eher selten, aber habe ich immer parat. Dann zwei so Sprüher, mindestens zwei, einmal Putzmittel und einmal Seifenwasser auf Deutsch. Eine Lampe oder Strahler, einen guten Heißluftföhn, ich würde da nichts sparen, einfach mit digitaler Anzeige, wo man die Temperatur regeln kann. Da gibt es bald den Geist, wie man hört, aber das ist auch irrsinnig wichtig. Dann auch eventuell so Einstreichkeile. Für was wir die brauchen, werde ich euch dann bald zeigen. Dann gegebenenfalls, wenn Klebereste auf die Scheiben montiert sind, aufgebracht worden sind, also ein Cleaner, Bremsenreiniger oder so ein Kaltreiniger. Ich empfehle diesen, weil er wirklich gut duftet. Empfehle ich wirklich als Raumerfrischer. Dann haben wir hier ein Film On, das ist so allgemein so, mit dem stelle ich Seifenwasser her. In dieser Tüte habe ich jetzt 0,9 Liter lauwarmes Wasser und hier geben wir das for professional use only 7 bis 8 Stöße hinzu. 7. Und das ist nichts anderes. Das verhindert das Verkleben an Folie, an Material. Wir brauchen bei der Scheibenfolierung eine sehr gleitfähige Unterfläche, damit wir die Folie positionieren können, wie wir sie wollen. Und wenn wir das Wasser mit diesen Utensilien rausdrücken, dann sollte die Folie kleben. Und das ist das, eines der besten Sachen, was ich je gekauft habe. Das habe ich schon lange. Jo. Kennt man auch ewig auch, wirklich nicht sparen, kauft euch dieses Film an. Ich kaufe eigentlich alle Utensilien von Tiptop Carbon oder Folienlager. Dann haben wir dieses gute Ding. Das ist eine weiße, milchige Flüssigkeit. Das ist Schrumpfmittel, weil wenn ich nur das Wasser auf die Scheibe gebe und mit Föhn und mit 400 Grad arbeiten anfange, dann fängt die Folie an zu kleben.
auf der trockenen Glasfläche. Und dieses verhindert das. Über das Anwenden zeige ich euch natürlich dann später in diesem wunderschönen Tutorial, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was noch ganz, ganz wichtig ist, ist Käffchen und Zigaretten. Handy, falls nötig. Bisschen Kleingeld, falls, keine Ahnung, Digga, ich weiß nicht warum, Kleingeld, keine Ahnung. Aber Nervennahrung ist ganz wichtig, vor allem am Anfang wird man sehr, sehr frustriert an diese Sache herangehen. Man wird irrsinnig viel neue Anläufe brauchen, aber ich will euch einfach zeigen, folieren für Dullis, ja, damit man frustfrei folieren kann. Was nur ganz wichtig ist und das Allerwichtigste, wann man folieren kann, ist, man muss ein Auto besorgen. Ich habe hier eine Ford Fabia Kombi von einer Bekannten, eine junge Mutter, zur Verfügung gestellt bekommen und da werden wir jetzt dieses wunderschön schwarz machen. Ist für Kinder sowieso ganz wichtig. Erstens, Scheibenfolierung ist zu 100% legal. Mit der mitgeführten Folierung und der guten Folie. Eine jede Folie muss laut Gesetz eine Nummer haben, die mit dem Gutachten zusammenpasst. Wenn du das hast, ist es eintragungsfrei und komplett legitim. Es sieht nicht nur gut aus, es schützt die Kinder vor massiver, überwältigender Sonneneinstrahlung. Und was noch zählt, das Auto heizt sich nicht so auf. Es gibt dann noch spezielle Keramikfolien und die Keramikfolien, die schirmen die Infrarotstrahlung, ja, so wird's einmal, also die, was die Hitze erzeugt, kommt komplett ab und das Auto kühlt sich, wird nicht so heiß und es kühlt ein bisschen besser. Wir werden jetzt eine normale Folie installieren, die UV-Strahlung zu 100% eliminiert und die Infrarotstrahlung ein bisschen reduziert. Aber definitiv ist das Auto um einiges kühler, wenn man die Scheiben foliert. Das sind eigentlich die drei Hauptaspekte und die wichtigsten Aspekte, warum man das macht. Und ich würde sagen, das war's. Wir starten los, meine Freunde. Ja, das zweitwichtigste ist natürlich eine Folie. Ne? Folie und Gutachten. Das ist so ein Gutachten. Allgemeine Bauartgenehmigung. Steht alles dran, wie viel Prozent und die Nummer, was in das Prüfzeichen, was in der Folie integriert sein muss. Da haben wir D5606. Und wenn man dann da die Folie ansieht, es ist eine Cool Crystal. Bin ich momentan nicht sehr zufrieden, nur die andere ist ausverkauft leider. Auch wir Folierer haben das Problem, dass die Folien ausverkauft sind. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier steht Cool Crystal D5606. Die ist alle 30 cm eingestanzt, alle 50 cm. Und ohne diese Markierung darf man natürlich nicht folieren. Jo, groß und ganz war das die Einführung, meine Freunde. Was mir jetzt nur wichtig beim Auto ist, jetzt ganz wichtig, was wir schauen müssen, wie viel Platz habe ich beim Siebdruck. Das ist ganz wichtig. Wie weit geht die Dichtlippe herauf? Skoda und VW haben Gott sei Dank das so gut gebaut, dass die Dichtlippe nicht vorhanden ist. Also weiter unten ist. Bei BMW und Audi ist die Dichtlippe hier heroben. Und eine Dichtlippe ist montiert, die extrem auf die Scheibe presst, um es abzudichten, warum auch immer. Jedenfalls brauche ich dann dieses Werkzeug explizit, um diese Dichtung heraus, beim Folieren diese Dichtung zu lockern. Aber hier, VW und Skoda, habt ihr gut gemacht, hier ist nichts. Ja, ganz normale Scheibe, ne? Ganz normaler Platz. Was wir hier jetzt das Problem haben, zum Beispiel hier, wir haben hier null Spielraum. Das müssen wir beachten, wenn wir außen die Scheibe dann, wenn wir außen die Folie dann anpassen. Müssen wir so genau wie möglich schneiden. Das ist ein bisschen schwierig am Anfang, aber ja. Heckscheibe ist auch zum Begutachten. Das natürlich da auch sehen, wie viel Platz habe ich, wie viel Siebdruck habe ich frei, wo fängt der Kleber an
und so weiter. Ich bin ein Feind von Ausbauen. Es gibt Folierer, die bauen alles raus hier. Das muss alles raus. Aber das ist ein Blödsinn. Wir lassen das alles drin. Ich verliere meistens oder zu 100%. So wie ich das Auto vorfahre. Man kann alles wirklich so bewerkstelligen. Man muss nichts rausreißen. Wenn man das abbaut, es reißen Klammern ab. Es ist einfach nicht mehr so wie Neuzustand und ich lasse das einfach. Weil da kann ich wunderschön reinarbeiten. Ich brauche hier nichts demontieren oder sonst irgendetwas. Dann sehen wir uns noch die Seitenscheiben an. Ja, überall schönes Hitdruck. Alles kein Problem. Ein Auto zum Folieren braucht eine gewisse Grundreinigung oder eine Grundsauberkeit, sage ich mal. Wie gesagt, das ist ein Kind. Ich sehe Katzenhaare, also wird wahrscheinlich eine Katze zu Hause sein. Umso sauberer das Auto ist, umso weniger Probleme hat man beim Folieren. Das ist so. Ja. Kindersitze können wir montiert lassen, das ist überhaupt kein Thema oder überhaupt kein Problem nicht. Ich brauche ja nur diese Scheibe. Das ist, wie gesagt, eine Grundreinigung. Je weniger Dreck oder weniger Staub, umso schöner ist es zu arbeiten. Ich habe es vorhin ein bisschen geputzt. Jo, das war's im Großen und Ganzen. Das sind eigentlich die wichtigen Sachen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Bier getrunken. Ich war das not. Okay? Das sehen wir als Dokumentation. Ich habe da mal nichts zu tun. Ja. Wie gesagt, wir sind Gebrauchtwagen, ja. Aber ein schönes Auto. Jo, das war's mit der Einführung. Wir starten dann gleich los mit der Anpassung. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, meine Freunde. Und freut euch auf das nächste Video. Jo. Starten wir wieder voll durch, meine Freunde. Jo, ich wünsche euch das Beste. Euer Aussehen, Andy, Foliensepp, Bike Life Andy, keine Ahnung, nennt mich wie ihr wollt. Ich wünsche euch das Beste, euer Aussehen, Andy, tschübidü und ciao mit euch.